Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum gemeinsamen Pressestatement des Bundesministers der Verteidigung, Herrn Pistorius, und Frau Dr. Esther. Zum kurzen Ablauf, Frau Dr. Esther wird kurz ein paar Worte an Sie richten, dann übernimmt unser Minister und dann haben Sie noch die Möglichkeit, im Anschluss Fragen zu stellen. Frau Dr. Esther, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen. Heute tagt das Gremium zum Sondervermögen Bundeswehr zum 5. Mal. Wir sind ein Untergremium des Haushaltsausschusses, eingerichtet mit der Einführung des Sondervermögens. Ziel dieses Untergremiums ist, eben in quartalsweisen Sitzungen sowie weiteren Berichterstattungen uns darüber unterrichten zu lassen, wie die Mittel des Sondervermögens gebunden werden, wie sie abfließen, weil eben der parlamentarische Wille ja ganz eindeutig ist, dass wir möchten, dass das Geld nicht nur bereitgestellt wird, sondern dass es auch möglichst schnell bei der Truppe ankommt, in der Ausrüstung, aber eben auch in der Modernisierung der Waffen und all dem, was da ansteht. Wir hatten das Ziel, dass zum Ende des Jahres 2023 zwei Drittel des Sondervermögens gebunden sind. Der Minister wird da sicher gleich noch was zu sagen, wo wir uns jetzt ein Quartal weiter befinden. Und damit übergebe ich auch gerne schon an dich. Ja, vielen Dank, liebe Wiebke. Ja, mache ich gerne. Ich dachte, ich bin auch so zu verstehen, aber Sie haben natürlich recht, mache ich sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich heute das erste Mal hier beim Gremium Sondervermögen dabei sein kann. Es ist übrigens die erste Sitzung, die zurückblicken kann auf ein ganzes Jahr Sondervermögen. Und das ist in der Tat auch eine erfreuliche Bilanz, weil dieses Jahr uns zeigt, dass die Entscheidung zum Sondervermögen für die Bundeswehr über 100 Milliarden Euro sehr, sehr richtig war. Die Bedrohungslage, das muss ich hier nicht ausführen, hat sich weiter verschärft und damit auch die Anforderungen an uns, an die Bundeswehr, an das Bundesverteidigungsministerium, die Zeitenwende eben nicht nur, wie soll ich sagen, mitzuerleben oder Zeuge zu sein, sondern sie mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Konkret bedeutet das, wir beschaffen in einer Geschwindigkeit, wie es das noch nie gegeben hat, Mittel und Material für unsere Soldatinnen und Soldaten und sorgen für die nötige Infrastruktur. An der Stelle will ich erst einmal Danke sagen, stellvertretend an dich, liebe Wiebke, an das ganze Gremium, aber auch an das Parlament insgesamt für die großartige Unterstützung bei der Verwendung des Sondervermögens, bei der Umsetzung all dessen, was damit zusammenhängt. Im letzten Jahr ist tatsächlich schon sehr, sehr viel gelungen. Nur aus dem Sondervermögen, also wohlgemerkt nur aus dem Sondervermögen, sind bereits mehr, also in dem letzten Jahr 20 sogenannte 25 Millionen Euro Vorlagen in das Parlament gegangen und dort gebilligt worden. Hinzu kommen noch die Vorlagen aus dem Einzelplan. Allein mit diesen Vorlagen zum Sondervermögen konnte ein Gesamtvolumen von rund 24 Milliarden Euro vertraglich gebunden werden. Projekte wie die Beschaffung von 50 weiteren Puma-Schützenpanzern, 60 schweren Transporthubschraubern und die Zeichnung des Kaufvertrages für das Luftverteidigungssystem Arrow sind hier nur einige Beispiele aus dem letzten Jahr, aber welche, die wirklich hervorstechen. In den letzten 14 Monaten haben wir 7,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in Ausrüstung investiert. Auch das ein nie dagewesener Betrag. Aber noch entscheidender, es ist uns gelungen, insgesamt rund 80% der Mittel des Sondervermögens zu binden. Und an dieser Stelle will ich noch mal betonen, ich habe es gerade angedeutet, insgesamt wurden im letzten Jahr aus beiden Haushaltstiteln 55 Vorlagen durch den Haushaltsausschuss gebilligt, also Sondervermögen und Einzelplan zusammengerechnet. Das ist eine gewaltige Zahl. Das sind mehr als 25 Millionen Euro Vorlagen, mehr als jemals zuvor. Und das heißt, wir haben richtig Geschwindigkeit aufgenommen in der Beschaffung. Aber darauf können wir uns natürlich nicht ausruhen, weil es ist noch viel zu tun. Die Zeiten werden und sind nicht friedlicher. Im Gegenteil, und unsere Bundeswehr wird weiter in den kommenden Jahren gefordert sein, weswegen es jetzt darauf ankommt, weitere Beschaffungen auszulösen. Allein aus dem Sondervermögen werden wir für dieses Jahr weitere 19,8 Milliarden Euro investieren. Und wir werden voraussichtlich eine noch deutlich höhere Zahl an Vorlagen in den Haushaltsausschuss einbringen. Wenn nichts dazwischen kommt, reden wir über eine dreistellige Zahl. Ich hoffe natürlich, wie in der Vergangenheit, auch auf die Zustimmung der jeweiligen Gremien. Unsere Anstrengungen, die dabei sichtbar werden, machen sich bezahlt. Wir erreichen erstmals in diesem Jahr wieder das 2%-Ziel der NATO, ich glaube seit mehr als 30 Jahren. Das ist wichtig als Signal an unsere Verbündeten, an die NATO. Es ist aber auch ein wichtiges Signal, wenn ich über Ausrüstung, Infrastruktur und Gerät nachdenke für unsere Truppe. Und es ist eben
ein wichtiges Signal für unsere Verteidigungsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit. Wir tun damit alles, und das ist der Auftrag, um nicht mehr und nicht weniger geht es, damit unsere Soldatinnen und Soldaten in den Stand versetzt werden, Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Scholz, Sie waren, glaube ich, der polnische Außenminister hat sich doch längst gesagt, dass Soldaten großer westlicher bzw. großer Länder schon bereits in der Ukraine lernen. Wie gefährlich ist so eine solche Aussage in der aktuellen Zeit? Das habe ich nicht zu bewerten. Das muss der Regierungschef Polen selber beurteilen. Ich kenne die Aussage auch nur aus den Medien, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Können Sie diese Aussage nicht bestätigen? Ich kann gar nichts dazu sagen. Herr Stupik, Sie waren der Nächste. Frau Vorsitzende, Herr Minister, jetzt haben wir die Situation, dass das Sondervermögen zu zwei Dritteln vertraglich gebunden ist. Sie sind aber das erste Mal physisch hier, und ich habe in den letzten Monaten keine Stellungnahme Ihres Gremiums gesehen, möglicherweise auch durch mein Versehen. Mögen Sie mir doch mal bitte beschreiben, wie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen überhaupt funktioniert? Was kontrollieren Sie, wenn Sie kontrollieren? Und wie haben Sie, Herr Minister, den Kontakt zu diesem Gremium? Das kann ich gerne tun. Erstmal ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn aus einem Gremium, das den Vollzug des Haushaltes kontrolliert und darüber debattiert, aus geheimen Sitzungen und auch grundsätzlich nichts herausdringt. Ich hatte das eingangs gesagt, wir haben heute die fünfte Sitzung. Das heißt, wir tagen etwa quartalsweise. Wir tagen geheim, sodass eben auch nur 13 Mitglieder, die alle direkt vom Bundestag gewählt sind, in diesem Gremium beraten. Jede Fraktion darf einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin da hinzufügen, also teilnehmen, die alle sicherheitsüberprüft sind. Und darüber hinaus kommen dann in der Regel in jeder Sitzung bisher der parlamentarische Staatssekretär Thomas Hitschler, der im BMVG eben auch als Staatssekretär den Haushaltsbereich in seinem Zuständigkeitsbereich hat. Und so tagen wir darüber hinaus, wenn es zwischen den quartalsweisen Sitzungen Nachfragen gibt, gibt es immer die Möglichkeit, mündliche und schriftliche Anfragen zu tagen. Und insgesamt will ich bewerten, dass, wenn man nichts aus dem Gremium hört, es an der Stelle ein gutes Zeichen ist, denn wir sind ja ein Kontrollgremium und nicht eins, das in der Öffentlichkeit tagt. Dem kann ich mich ausdrücklich nur anschließen. Ein geheimes Gremium, das geheim bleibt, ist ein gutes Gremium. Die zweite Bemerkung, es war ein früherer Besuch schon geplant im Gremium, eine frühere Beratung, die ist dann, glaube ich, den etwas durcheinander geratenen Haushaltsberatungen im Herbst zum Opfer gefallen. Wir holen sie jetzt nach, von daher wäre ich sonst schon Oktober, November wahrscheinlich hier gewesen. Das Ministerium selbst ist aber, wie Sie gerade gehört haben, durch den parlamentarischen Staatssekretär und dadurch regelmäßig vertreten. Dadurch weiß ich, was im Gremium passiert. Ich weiß vor allen Dingen auch, wenn es mal hakt, was ich bislang nicht erlebt habe, was dann zu tun ist. Also von daher gibt es einen engen Austausch auf der Ebene derjenigen, die die tägliche Arbeit machen. Und ich bin sehr dankbar für die geräuschlose Art und Weise, in der das alle Parlamentarier aller Fraktionen in diesem Gremium tun.